Sonst brauchten wir hier nichts. Das heißt, wir docken einfach mal ab und genießen die neue Radarreichweite. Oh, nicht gegen irgendwelche Tanker gegenfliegen. So, das ist unsere neue Reichweite. Also wir haben ungefähr, wenn wir auf so einem Strich sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kästchen, 7,5 Kästchen. Und vorher hatten wir nur 1, 2, 3, 4 ungefähr. Also fast verdoppelt. Sehr, sehr praktisch. So, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Da im Osten scheint kein Sprungtor zu sein. Sonst würden da mehr Schiffe hinfliegen. Oder überhaupt Schiffe hinfliegen. Ah, dafür ist noch eine Station. Die ich sonst nicht gefunden hätte. Ah, okay, komm, gucken wir uns die obere Ecke da auch nochmal an. Hier versteckt sich da ja noch irgendwas. Ja, noch eine Waffenfabrik. So muss das sein. Als Rohstofflieferant für die ganze Waffenproduktion ist das ganz wichtig für uns. Auch wenn wir früh genug unsere eigenen Waffen herstellen und dann mit denen allen hier in Konkurrenz stehen, aber ja, müssen wir dann gucken, wie wir das wuppen. Geschickt wäre es ja eigentlich, die hier alle irgendwie zu sabotieren oder zu zerstören. Was würde zum einen tierisch viel Ansehen einbußen und zum anderen werden die Stationen mit der Zeit auch wieder von Gott aufgestellt. Also G-O-D, ne? Immer schön dran denken, das Skript halt. So. Na gut, das war's dann hier wohl. Westen können wir nicht. Ich zoome mal näher ran mit Mausrad. Boah, dann halt nach Süden. Gucken wir mal, ob das auch noch den Baronen gehört. Aber ich glaube, wir kommen dann wieder in den Piratenbereich. Entweder Piraten oder in den Ausleger der Argonen. Die müssten hier nämlich auch noch einen Sektor haben. Oder war das hier? Ne, das war hier. Hier ist auch noch ein Argonensektor, der außerhalb von diesem 3x5 Block ist. Und hier war der eine Piratensektor. Na gut, gucken wir einfach mal. Na, Autopilot. Sinza an. Mit viel zu schneller Geschwindigkeit. Aber hier sind ja keine Asteroiden, das passt schon irgendwie. Auch wenn die Andockklammern da immer sehr gefährlich nah herankommen, wenn man durch das Tor fliegt. Aber, ja. Vertraue der Macht oder dem Computer. Eins von beiden. So, noch mehr grüner Nebel. Also anscheinend doch ein Boronensektor. Wolken der Atreus. Ja, das ist auf jeden Fall boronisch. Also zum einen, weil es da steht. Und zum anderen, weil Atreus ja die Königin ist, momentan amtierende. Und es wäre komisch, wenn die Teladi oder Argon einen ihrer Sektoren nach einer boronischen Königin bezeichnen würden. Stottmischerei. Stottmischerei. M. Bedburgas Produktion. M. Ah, es scheint aber wieder ein Nahrungsmittelsektor zu sein. Da haben wir einen Sprungtor nach Westen. Also eine Abkürzung in den Argonenraum. Schon mal praktisch. Gegen die Stottmischerei wollen wir nicht gegen anfliegen. Wir würden gerne da ungefähr hin. Denn da fliegen die Raumschiffe lang. Und hier. Nach Westen, nach Osten fliegen fast keine. Die fliegen nur zur Station hier hin. Was haben wir da? Einen militärischen Außenposten der Bronen. Sowas sieht man auch nicht sehr häufig. Sind ja eigentlich Pazifisten. Also gut es halt geht. Und oh, hier gibt es 8 Navigationssatelliten. Da docken wir doch sofort an. Denn in unserem Frachtraum befinden sich 0. Militärische Außenposten. Was haben wir denn hier noch so? Raketen, die wir nicht brauchen, Energiezellen. Ja, wären praktisch, hätten wir einen Sprungantrieb. Den werden wir uns aber erst leisten, wenn ich Off-Camera gespielt habe. Also ich werde es ihn wahrscheinlich leisten, während ich Off-Camera spiele. Erweiterte Satelliten haben die im Angebot. Also normalerweise. Aber gerade keine zum Verkauf. Das ist jetzt dafür geregelt, dass jetzt irgendwelche NPCs von den NPC-Fabriken die Satelliten abholen, hier verkaufen und so die NPCs auch ihren Profit machen. Aber das passiert recht selten, komischerweise. Das heißt, am besten ist es eigentlich dafür geeignet, dass man selber die Sachen herstellt und dann hier an solchen militärischen Ausposten verkauft. Andock-Vorgang erfolgreich. Königin Atreus und das Königreich. Genau, Königin Atreus. Wir hätten gerne die da. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. So,
dann setzen wir auch gleich mal einen ab. Einigermaßen zentral gelegen. Boah, das reicht. Auswurf, ein... Okay. Und wir würden gerne südlich weiterfliegen. Und zwischendurch immer schön auf die Besitztümer achten, denn ja, unsere Schiffe haben wieder keine Aufträge. Du kaufst bitte einen Sprungantrieb. Sprungantrieb installiert. Sehr schön. Und du hast ein vollen Frachtraum mit Energiezellen. Das heißt, du machst jetzt bitte Verkaufe zum besten Preis, Energiezellen, ruhig in einem sehr großen Radius, da er einfach direkt dahin springen kann. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er wirklich... Oh, wir haben vergessen, das hier einzustellen. Ja, Sprungantrieb benutzen. 50 auf Reserve. Und dann machen wir den Auftrag gleich nochmal. Weil wenn wir es jetzt einfach so laufen lassen würden, würde den Sprungantrieb nicht benutzen. Weil wir es halt danach erst eingestellt haben. So, also nochmal. 8, Enter. Gucken wir mal, er ist jetzt Heimat des Lichts. Oh, und er verkauft es gleich hier, in der Kohune-Presse El Alpha. Da bin ich jetzt mal neugierig. Heimat des Lichts. Kohune-Presse El Alpha. Verkauft es zu 18 Credits. Oh, das ist okay. 19 Credits ist anscheinend das Maximum. Ich hätte schwören können, es wäre 20. Na gut, immer noch guter Profit. So, dann flitzen wir mal kurz hier dran vorbei, wieder durch. Und gucken uns da das nächste Handelsschiff an. Jede Menge Asteroiden, die nicht mein Freund sind. Ich brauche einen Kampftitan, der könnte ich einfach so durchflügen, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Aber gut, das dauert noch ein wenig. Wir halten erstmal da ungefähr hin, machen keinen Sinzer an, sondern regeln unseren Besitz. Unser Erztransporter ist leer. Kaufe bitte Erz. Und unser Lithium-Transporter, kauf bitte dementsprechend Silizium. Da unten. Kommando akzeptiert. So, alle haben was zu tun, sehr schön. Und er ist bestimmt immer noch Stufe 5. Ja. Okay, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Unterschied zwischen einem Sektorhändler und Universumshändler. Also abgesehen davon, was er macht. Einfach nur, wie man es einstellt. Kommando, Kommandokonsole, Handel. Normalerweise, also beim Sektorhändler haben wir hier drauf geklickt. Und dann haben wir uns einen Sektor ausgesucht, wo er denn starten sollte. Und dann hat er losgelegt. Beim Universumshändler drücken wir einfach nur hier drauf, sobald er Level 8 hat. Drücken wir hier drauf und dann macht er den Rest vollkommen alleine. Man muss gar nichts mehr eingeben. Kein Startsektor, keine Ausrüstung, gar nichts. Dann läuft er los, kauft sich erstmal wahrscheinlich das letzte 25 Megajoule Shield. Kauft sich Kampfdrohnen, sorgt dafür, dass sein Sprungantrieb genug Energiezellen hat und macht dann alles selbstständig. Es ist auch sehr selten, dass sich so einer zu Wort meldet, weil irgendwas schief läuft. Jedenfalls bei mir war es bisher so. Also ja, das werde ich euch jetzt in dieser Phase doch nicht mehr zeigen, da es mir einfach zu lange dauert. So, schwupp, schwupp, du machst weiter dein Ding. Du hast deine Sachen schon verkauft. Na gut, dann kauf nochmal neu. Irgendwo hier oben. Oh, und ich wollte gucken, ob er genug in seinem Hangar hat. Nein, das ist ein Fehler im Skript. Obwohl er den Auftrag hat, immer 5 von Energiezellen Reserve zu behalten, verkauft er seine Energiezellen. Das heißt, er fährt jetzt zu Fuß, in Anführungszeichen, ganz da oben hin und holt die neue Energiezellen. Das ist ärgerlich. Deswegen wird er jetzt einfach kurzerhand umbenannt. Du bist jetzt Erz 2. Du bist in Heimat des Lichts. Dann dock doch bitte. Dann dock doch bitte. Beim nächstgelegenen Sonnenkraftwerk an. Und sobald er da seine automatischen 500 Energiezellen hat, schicke ich ihn auch los, Erz kaufen. Denn wir haben inzwischen so viele Waffenfabriken gefunden, es wird immer irgendwo einen Abnehmer geben. Aber ja, jetzt fasse ich mal ganz kurz zusammen, was ich alles zwischen dieser und nächster Folge, also nächster Phase, machen werde.
Zum einen werde ich mir noch mindestens 2, 3, wenn nicht sogar noch mehr von den Merkur-Superfrachtern holen, die alle zu Sektorenhändlern machen in den verschiedenen Gebieten. Also 2 im argonischen Sektor, einen im boronischen, einen im Paraniden, vielleicht sogar einen im Teladi-Raum. Und da kriegen die erstmal ihre Level und danach mache ich die alle zu Universumshändlern. Das dürfte dann schön durchgehendes Einkommen bringen. Unsere halbautomatischen Händler hier werde ich auch noch eine Weile laufen lassen, einfach weil sie recht schnell Geld bringen. Also ich würde sogar sagen, sie bringen mehr Geld als die Sektor- und Universumshändler, aber muss halt recht viel klicken zwischendurch. Aber die Zeit habe ich ja, da müsst ihr ja nicht zugucken, ist ja nicht schlimm. Und mir macht das sogar einigermaßen Spaß, immer dieses Micromanagement hier zu betreiben. Also ja, die werden wir laufen lassen, alle mit Sprungantrieben ausrüsten, also den einzigen, der noch fehlt. Das war der hier. Ja, nee, der hat auch schon Sprungantrieb. Genau. Also die sind dann alle schon so weit ausgerüstet. Dann werde ich denen auch noch die besten Schilde kaufen. Momentan haben die ja teilweise noch die 5 Megajoule Schilde. Die werden dann alle die 25er haben. Ich werde hier auf der Karte überall Satelliten hinsetzen, wo noch keine Satelliten sind. Außer in den Piratensektoren. Eventuell ersetze ich die auch durch erweiterte Satelliten, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Und sonst setze ich halt an die Stellen, wo wir nichts sehen, einfach noch ein paar Satelliten hin. Ich habe ja die Zeit. Ich werde ja eh niemals das hier mit Sinza auf 1000% rumflitzen, damit das Geld einigermaßen reinkommt und in der Zwischenzeit halt Navigationssatelliten setzen. Und wenn irgendwo noch diese Verbindungslinien fehlen, dann werde ich die auch noch ergänzen. Wie zum Beispiel zwischen den beiden hier. Ja. Dann werde ich mich wieder melden, wenn wir ungefähr... Also die ganzen neuen Schiffe, die ganze Ausrüstung und vielleicht noch so 5 Millionen auf der hohen Kante. Damit wir dann die Stationen kaufen können, vielleicht ein neues, größeres Schiff für uns, also ein neues Scout-Schiff und eventuell auch einen größeren, schnelleren, besseren Transporter, mit dem wir anfangen können, ein paar Missionen zu fliegen. Die haben wir bisher ja völlig außer Acht gelassen, weil es halt mit dem Merkur nicht ganz so gut geht. Und mit den kleineren Schiffen hier transportieren, dauert recht lange, bis man eine gute Mission findet. Aber ja, das ist so der ungefähre Plan. Jetzt sollte ich aber erstmal eine Station suchen zum Andocken. Eine Planktonfarm. Das klingt doch gut. Also es klingt ein wenig skurril, Plankton in komischen kleinen Kügelchen im Weltall anzufarmen. Aber ja, irgendwoher muss es ja kommen. Planetenoberfläche wäre wahrscheinlich einfacher, aber ich sag dazu mal nichts. So, Spiel speichern, da oben. Das meinte ich mit den Kleinigkeiten bei den Stationen. Die Boronen sagen immer, es ist schön, Freunde willkommen zu heißen. Die Teladi sagen, na, es ist schön, Profit zu machen. Die Paraniden sagen einfach nur, hallo, komisches, unwürdiges Etwas. Und auch zwischendurch gibt es so andere kleine Ansagen wie, die kleine Susi wird bitte am Schalter sowie noch abgeholt. Und ja, müsst ihr einfach gucken, wenn ihr selber spielt. Also wir wollen den Speicherstand überschreiben, ja. Und wir sehen uns dann gleich mit jede Menge Schiffen und Millionen von Credits wieder. Also bis dann.